Content Marketing für Unternehmen funktioniert immer noch hervorragend, aber von Herzchen, Likes und vielen Kommentaren kannst du dir leider nichts kaufen. Und auch ein Unternehmen will halt einfach Geld. Und darum zeigt mein heutiger Podcast-Gast, wie sie mit ihrem Unternehmen quasi aus Content Marketing mit YouTube-Anzeigen in Kombination eine Cash-Maschine gemacht hat. Und ich kann nur mal ganz kurz mich vorstellen. Hallo, mein Name ist Sandra Staub mit dem Podcast How to Social Werbung. Kennst du mich wahrscheinlich? Dort zeige ich, wie man Online-Anzeigen profitabel macht. Und früher habe ich die liebe Miriam immer dabei gehabt, weil sie mit dabei war beim Podcast. Und irgendwann hat sie sich dann entschlossen, nein, sie möchte sich nur noch auf YouTube-Anzeigen fokussieren. Und ich fand das eine super Idee. Und ihre Idee war wirklich, weil sie gesagt hat, ich will raus aus den ganzen anderen Anzeigen, denn ich hatte eine große Angst und darüber möchte ich heute mal mit der lieben Miriam sprechen. Miriam, welche Angst war das, warum du quasi Richtung YouTube gedreht hast? Ja, also ich glaube, Angst kennen alle Unternehmer von alle Unternehmer. Das ist nicht, worüber man wirklich immer viel spricht, aber ganz ehrlich, haben wir alle. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich das eh immer habe, dann schreibe ich mir doch mal meine Liste, meine Angstliste auf und habe einfach alles mal aufgeschrieben, wovor ich Angst habe in meinem Business. Und ganz oben stand, dass Facebook mein Werbekonto sperrt. Weil ich damals habe ich vor allem nur Facebook und Instagram Anzeigen gemacht mit meinen Kunden, für meine Kunden. Und rechts und links wurden dort die Werbekonten gesperrt, ohne dass diese Kunden was da also gegen irgendwelche Regeln verstoßen haben. Ja, Facebook hat es einfach gesperrt. Und manche von diesen Kunden haben dieses Werbekonto auch nie wiederbekommen. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch überhaupt keine Basis, um irgendwie ein Geschäft aufzubauen, wenn ich dieser Willkür von irgendwelchen Robotern ausgeliefert bin. Und selbst wenn sie sagen, ja, es tut mir leid, dass sie es gesperrt haben, ja, sie haben gegen keine Regeln verstoßen, aber trotzdem können wir es leider nicht rückgängig machen. Da brauchte ich eine Alternative. Und da habe ich mich umgeschaut und da bin ich auf YouTube-Anzeigen gekommen. Und heute kann ich nur sagen, Mark Zuckerberg, vielen Dank, dass du mir das Leben zur Hölle gemacht hast. Weil das Einzige, was ich mit YouTube-Anzeigen bereue, dass ich es nicht früher angefangen habe. Es klingt herrlich, wenn du das so erzählst. Mittlerweile bist du ja aus dem Podcast rausgegangen, weil du gesagt hast, YouTube-Anzeigen sind mein Ding und darauf möchtest du dich fokussieren. Und ich finde es auch eine richtig gute, große Chance für Unternehmen. Und du hast gesagt, du hast uns ein kleines Geschenk mitgebracht. Davon erzählen wir aber erst am Ende mehr, richtig? Ja, genau. weil ich glaube, dass dieses organische Rumgeposte, was uns ja immer noch propagiert wird, unser Unternehmen mit Social Media nach vorne drum zu bringen, nicht wirklich was bringt. Und wenn du dir anschaust, wer das propagiert, ist mit dieser Strategie vor vielen Jahren noch groß geworden, wie organisches Rumposten noch funktioniert hat. Jetzt aber mit den vielen Änderungen im Algorithmus funktioniert das einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich hatte eine Kundin, die hat 2 Jahre lang versucht, ihre Positionierung mit LinkedIn, also auf LinkedIn, auf den Punkt zu bringen. 2 Jahre. Und dann ist sie zu mir gekommen und wir haben YouTube-Anzeigen gemacht. Wir haben Mehrwert gegeben in dieser Anzeige unter unterschiedlichen Aspekten und haben das dann Leuten gezeigt, wo sie denkt, wer ihre Zielgruppe ist. Und wir hatten nach 2 Wochen das Ergebnis, was ihre Zielgruppe wirklich will. Also ich setze lieber auf 2 Wochen statt auf 2 Jahre. Das ist sehr, sehr nachvollziehbar. Das heißt, jetzt kombinierst du Content Marketing mit YouTube-Anzeigen, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Und zwar bin ich darauf auf einiger Zeit gekommen, also auf als ehemalige Journalistin, wir kommen ja beide ursprünglich aus dem Journalismus, das ist ja auch so eine Gemeinsamkeit, die wir hatten, haben wir ja immer gelernt, Mehrwert geben, Informationen geben. Und das kann man auf YouTube wunderbar machen. Und das habe ich auch gemacht, einfach nur Mehrwert gegeben. Ich habe mich aber damit fast ins Burnout gearbeitet und wusste irgendwann, bevor ich beim Burnout gelandet bin, also irgendwas anderes musst du noch machen. Also irgendwas fehlt offensichtlich. Ja, mit Burnout ist nicht zu spaßen. Gerade in der Online-Marketing-Welt höre ich sehr, sehr viel davon.
Wie hast du das gemacht? Also, wie ist es weitergegangen bei dir? Ja, also der unterste Punkt, wo es war damals, war, ich saß, habe meine Tochter von der Schule abgeholt und ich saß mit in meinem kleinen roten Auto an einer roten Ampel und die Ampel sprang auf grün und ich konnte einfach nicht losfahren. Ich war total fertig und stattdessen bin ich dann in Tränen ausgebrochen und habe zu meiner Tochter gesagt, ich höre auf, ich kann nicht mehr. Und sie war total entsetzt, weil ihre Mutter in Tränen und dann kramte sie in ihren Tornister und holte ein verschmuddeltes Taschentuch hervor. Also wer Kinder hat, weiß, wie Taschentücher in Tornistern aussehen. Und hat versucht, mich zu trösten. Und ich habe mich so geschämt, weil ich habe mich auch ihr gegenüber so geschämt, weil ich war so gestresst damals. Und wenn ich gestresst bin, bin ich echt nicht der netteste Mensch auf der ganzen Welt und war, glaube ich, da manchmal ganz schön ungerecht zu ihr. Und am nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und habe mir gesagt, nee, Miriam, das stimmt nicht, dass du es nicht geschafft hast. Das ist noch nicht geschafft. Also dieses reine Mehrwert geben, das hat nicht funktioniert. Ich brauchte also noch etwas anderes. Und dann bin ich eben voll eingestiegen in Storytelling und Verkaufspsychologie. Und auf einmal sind dann meine Online-Anzeigen, die ich damals gemacht habe, total durch die Decke gegangen, weil ich nämlich jetzt es geschafft habe, wirklich die Aufmerksamkeit der Menschen wirklich zu bekommen. Weil Storytelling zeigt uns, wie wir mit Geschichten die Aufmerksamkeit der Menschen bekommen. Und mit Verkaufspsychologie bereiten wir die Information so auf für den anderen, dass der andere eine gute Kaufentscheidung treffen kann. Und ja, heute lachen meine Tochter und ich über diese Situation in dem roten Auto und sie sagt, Mama, ich bin total stolz auf dich. Das glaube ich. Das ist auch eine riesen Erfahrung, glaube ich, einfach zu sehen, wie man sich wieder rausarbeiten kann. Aber ich kann einfach sehen, YouTube hat dich in der Form nie im Stich gelassen, hat dich nie hängen gelassen. Jein, also ich habe gesehen, dass den Ansatz, ein sogenannter Direct-Response-Ansatz, also direkt nur eine kurze Anzeige zu sehen und dann direkt von dem Kunden und den Interessenten eine Reaktion haben zu wollen, dass das bei manchen meiner Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, bei manchen Unternehmen einfach nicht so gut funktioniert hat. Und dann habe ich mal ganz lange drüber nachgedacht, warum funktioniert das nicht mehr? Und dann ist mir der Zeitpunkt aufgefallen, weil im 2022 gab es eine große Änderung auf YouTube. Und zwar haben die Möglichkeiten der Targetierung verändert. Das heißt, die Möglichkeiten, bestimmten Zielgruppen etwas zu zeigen. Weil diese sogenannten In-Stream-Anzeigen, also diese Anzeigen, die du siehst, ne, du kommst auf YouTube und da willst du dir ein Video anschauen und dann gibt es erst ein anderes Video, das musst du erst mal so ein paar Sekunden anschauen, bis du diesen Überspringen-Knopf drücken kannst. Das sind sogenannte In-Stream-Anzeigen. Und die konnte ich 2022 noch vorbestimmte YouTube-Kanäle schalten oder noch vorbestimmte Videos schalten. Und es war unglaublich machtvoll. Und diese Möglichkeit hat YouTube 2022 weggenommen. Und Wow. damit habe ich es bei manchen Kunden nicht mehr geschafft, diese Anzeigen profitabel zu bekommen und habe gedacht, da braucht es irgendwie eine andere Lösung. Und die habe ich jetzt gefunden und die funktioniert sogar oft noch ein Stück weit besser. Lass uns doch bitte noch mal reinschauen. Was meinst du wirklich konkret damit? Ja, und zwar, wir beide, ich habe ja damals auch Facebook- und Instagram-Anzeigen geschaltet. Und wir beide haben sehr schnell miteinander eine Verbindung gehabt, weil wir beide eine ähnliche Strategie gefahren sind, die damals nicht so viele Marketer gemacht haben. Und zwar haben wir uns wirklich auf die Plattform Facebook draufgelehnt und der Plattform das gegeben, was sie möchte. Denn die Plattform wollen ja die Nutzer eigentlich auf den Plattformen halten. Die möchten ja eigentlich gar nicht, dass die Nutzer auf unsere Webseite gehen oder auf unsere Verkaufsseite gehen. Die wollen ja die Nutzer möglichst lange auf ihren Plattformen behalten. Und das haben wir uns zunutze gemacht, indem wir bestimmte Art von Videos, Content gemacht haben und die Leute wieder und wieder und wieder abgeholt haben auf Facebook. Und ich habe diese Strategie überhaupt nicht für YouTube auf dem Schirm gehabt, bis ich ein Interview und nachher auch ein Gespräch mit ihm dazu hatte, mit Tom Breeze.
Tom Breeze ist einer der Menschen, der hat eine Agentur und diese Agentur hat das größte Werbebudget für YouTube-Anzeigen im weltweiten Markt. Der Mann weiß, wovon er spricht. Der sieht Zahlen, der sieht, welche Art von Marketingmaßnahmen wirklich auf dieser Plattform funktionieren. Und hat genau angefangen, das Gleiche zu machen. Der hat Mehrwert, hat langen Content gemacht für YouTube und hat angefangen, mit diesem Content zu verkaufen. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich genau die gleiche Strategie, die Sandra und ich damals auf Facebook gemacht haben. Genau Ja. das Gleiche. Und dann habe ich angefangen, diese Strategie erst mit meinen Anzeigen zu versuchen und dann auch mit Anzeigen von einem anderen Kunden. Und die Ergebnisse waren einfach gigantisch. Das ist wirklich wunderschön zu hören. Das heißt, du machst keine traditionellen YouTube-Anzeigen mehr. Du hast jetzt eher eine neue Form erfunden daraus. Oder? Ist das richtig? Jein, also die traditionellen Anzeigen, die sogenannten In-Stream-Anzeigen, die mache ich immer noch, weil sie funktionieren ja. Aber die mache ich nicht mehr bei jedem Kunden. Bei anderen Kunden funktioniert einfach das, wie ich es nenne, das YouTube-Kundenanziehungssystem einfach viel besser. Und das ist wie so, wir bauen wie eine Art Netflix auf YouTube, ne? Netflix, Binge-Watching, dass man sich eine Serie nach der anderen da reinzieht, das macht Netflix und damit bleibt man immer länger dran und geht immer weiter tiefer rein. Und diese Art, die Menschen wirklich auf YouTube, und zwar die richtigen Menschen, weil wir uns eben noch auf die richtigen Kanäle schalten können, wir können uns zu den Videos schauen, die genau zu unserem Thema passen, Wow, sie dann super. zu unserem Video rüberziehen. Und sie dann Binge-Watching lassen, also ein Video nach dem anderen. Und so können wir eben aus Menschen, Interessenten, Kunden und sogar Fans machen. Und das machen wir, indem wir sogar direkt verkaufen. Also wir geben ganz viel Mehrwert und wir verkaufen. Mit diesem Art von System funktioniert das wunderbar. Das klingt ja so, als würde man das Beste aus mehreren Welten quasi zusammenkleben, in eine große, in einen großen, ja, in ein großes Angebot packen Ja. und das für Unternehmer quasi nutzbar machen. Ist ja genial. Wie machst Ja, du das das? funktioniert. Ja, das funktioniert, egal ob du E-Commerce machst, ein Produkt verkaufst oder Berater oder Dienstleister bist. Das kannst du mit jedem machen. Krass. Hast du es benannt? Hat es schon einen Namen? Ja, wie gesagt, das YouTube-Kundenanziehungssystem habe ich das genannt. Und das bringt eben das Beste aus mehreren Welten zusammen. Ja. Interessant. Jetzt weiß ich natürlich, da draußen sind viele ein bisschen skeptisch und sagen, oh, funktioniert es wirklich? Was kann ich denn tun, damit es wirklich auch bei mir funktioniert? Nun, da gibt es zwei Wege, das zu tun. Also entweder du probierst es einmal selber aus, du machst Content, ja, guten Content und gehst in den Google Ads Manager und schaltest da mal Werbung drauf als, ne, mit YouTube-Anzeigen. Oder du sagst, Miriam, ich möchte das gerne mit einer richtig erprobten Schritt-für-Schritt-System machen. Dann habe ich dafür den Kurs YouTube Anzeigensystem, also YouTube-Kundenanziehungssystem. Und da zeige ich wirklich Schritt für Schritt, wie du den Content aufbauen musst, damit er verkauft und wie du diesen Content genau den richtigen Menschen zeigst und wie du es wirklich diesen Netflix-Effekt schaffst, genau mit diesem Content. Mega, mega spannend. Wie geht es vor sich? Wie kann ich mir das vorstellen? Also, ich zeige dir wirklich, wie du diesen Content machst. Also 80% Mehrwert gibst und 20% pitchst. Und natürlich machen wir das, damit du Geld verdienst. Ja, darum zeige ich dir eben nicht nur, wie du den Content machst. Ich möchte auch sicher gehen, dass du wirklich das Beste aus deinem Geld rausholst. Darum habe ich noch drei Boni zu diesem YouTube-Kundenanziehungssystem gepackt. Und der erste ist der Wirtschaftlichkeitsrechner. Da kannst du deine Zahlen reinpacken und kannst bis zu 90% die Wahrscheinlichkeit berechnen, Oh. wie erfolgreich deine YouTube-Anzeigen werden. Und damit du diesen Erfolg auch haben kannst, muss natürlich die Botschaft richtig sein in diesem Video. Und darum ist der zweite Boni, ich zeige dir ein Storytelling-Konzept, Oh. was die
Blockbuster-Macher, was die Bestseller-Schreiber nutzen, um Blockbuster zu machen, um Bestseller zu machen. Das ist nämlich ein immer gleiches Format, wie du das für deinen YouTube-Content, für deine YouTube-Anzeigen nutzen kannst. Das zeige ich dir im zweiten Bonus Au. und im dritten Bonus, weil mit dem Storytelling, also Geschichten erzählen, haben wir die Aufmerksamkeit der richtigen Menschen. Wir wollen aber nun auch ja in ihre Geldbörse und das machen wir mit Verkaufspsychologie. Und zwar nicht, dass es schleimig ist, sondern ich zeige dir, wie du die Informationen so aufbereitest, damit der andere eine gute Kaufentscheidung treffen kann. Das ist doch wunderbar. Das klingt so wie Hollywood zum Selbstmachen. So ein bisschen jetzt für mich. Aber funktioniert das auch für mich? Also, das ist ja immer so die Hauptfrage, die ich gestellt bekomme von meinen Kunden. Ja, ich weiß nicht. Bin ich genauso cool vor der Kamera? Kann ich das auch? Da sage ich, einfach ausprobieren. Das ist die einzige Möglichkeit. Und weil das so ist, gebe ich eben in dem Kurs das YouTube-Kundenanziehungssystem auch noch die allerbeste Garantie der Welt. Was ist die allerbeste Galerie der Welt? Das muss ich jetzt wissen nach diesem Boni, wo man sich denkt, so, okay, krass, krass, krass. Was ist das? Ja, also den Kurs an sich könnte ich locker für 2.000 € verkaufen. Das tue ich hier nicht, ja? Also der kostet nicht 2.000 €. Aber dennoch möchte ich nicht die Katze im Sack kaufen, ja? Auch wenn der Kurs weit, weit unter den 2.000 € ist, habe ich mir überlegt, wie kann ich die beste Garantie der Welt geben? Und zwar, wenn du den Kurs kaufst und ausprobierst und du nicht mit dieser Strategie wachsen möchtest, sagst du mir einfach innerhalb von 30 Tagen Bescheid und ich gebe dir das Geld zurück. Und du kannst diesen Kurs sogar behalten. Also es gibt null Risiko für dich. Du kannst nur gewinnen. Das ist ja richtig gut. Das habe ich jetzt so noch nie gehört. Das heißt, du verschenkst quasi dein Wissen für ganz, ganz wenig Geld. Das ist ja unglaublich. Ja, jetzt könntest du jetzt, fragst du dich vielleicht ja mir, warum machst du sowas? Ja, es ist doch eigentlich verrückt. Nee, das Ein ist nicht bisschen? verrückt. Ich mache das aus einem sehr bestimmten Grund. Also es wird Kunden geben. Ja, die kaufen das YouTube-Kundenanziehungssystem, diesen Kurs, für diesen wirklich kleinen Preis und haben damit massive Ergebnisse. Und ich freue mich total, wenn das so ist. Ein Teil dieser Kunden wird aber meine zusätzliche Unterstützung haben wollen in der Umsetzung. Und die unterstütze ich dann halt mit meinen weiteren Dienstleistungen. Und damit gewinnen alle. Und das ist wirklich eine Win-Win-Win-Situation. Und ich finde, so sollte Business sein. Alle gewinnen. Das ist genial. Liebe Miriam, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und dass du heute diese Strategie mit uns geteilt hast. Und ich denke, davon können wir wirklich alle profitieren. Und dann hoffe ich, dass wir uns schon ganz bald wiedersehen. Bis dahin, ciao.